Herzlich willkommen zu Super in Englisch. Dieses ist mein viertes Video zum Üben von Diktaten im Englischen und das vierte Video baut vom Schwierigkeitsgrad her auf den anderen Videos auf und ist grundsätzlich zugeschnitten auf Anfänger bzw. Schüler der 5. bis 6. Klasse. Wie ist das Video konzipiert? Das heißt, wie wird die Vorgehensweise sein? Nun, ihr solltet euch Schreibmaterial bereitlegen, Papier und Stifte. Ich werde 2 Diktate mit euch üben. Diese werde ich insgesamt 4-mal vorlesen, das heißt komplett, satzweise, Satzstücke und es gibt eine komplette Wiederholung am Schluss. Ihr könnt individuell entscheiden, falls ich einmal zu schnell bin, ihr nochmal etwas korrigieren wollt, könnt ihr die Pause anklicken. So, kommen wir zu den Satzzeichen erst, die ihr können solltet. Viele von euch wissen sicher schon, ihr solltet kennen den Full Stop, Punkt, Komma, ganz einfach, Colon, Doppelpunkt, sowie Exclamation Mark, das Ausrufezeichen. Als nächstes der Lernstoff, der für das erste Diktat beherrscht werden sollte. Der betrifft zum einen die Vokabeln. Diese werden vom Schwierigkeitsgrad her durchaus noch leicht für Anfänger geeignet sein. Es gibt aber einige Herausforderungen mit Wörtern wie Loft, Dachboden, to tidy, aufräumen, thing, nerves. Und bei den Eigennamen, die ihr euch merken solltet, sind die Familie Richardson und Lou, die Maus, um die es gehen wird. Grammatik? Ja, bei der Grammatik solltet ihr grundsätzlich bereits wissen, dass bei den Verben in der dritten Person, also bei he, she, it, sowie den Nomen im Singular, ein S angehängt wird. Falls ein Verb nach einem Konsonant auf Y endet, solltet ihr wissen, dass es zu IES wird. Und schließlich die Schreibung des Genitiv beherrschen. Das heißt, ihr solltet unterscheiden können zwischen wann schreibe ich Apostroph S, wann S Apostroph. Haltet durch. Am Ende des Diktates gibt es hierzu nochmal eine weitere Erklärung. Falls ihr da je unsicher seid, helfe ich euch noch einmal. Ja, und dann könnte es theoretisch schon losgehen. Holt euch bitte Papier und Stift und ich lese das Diktat zunächst einmal komplett vor. Titel: Let's meet Lou. Lou, the mouse, has got a flat in the Richardson's house. She lives in the loft of their house, but there are lots of problems. Lou never tidies her rooms. Oh no. Lou's things are everywhere. Of course, this gets on the parents' nerves, and Mum is often angry. End of the dictation. Ende des Diktats. Wir beginnen. Überschrift: Let's meet Lou. Let's meet Lou. Lou, the mouse, has got a flat in the Richardson's house. Lou, comma, the mouse, comma, has got a flat, has got a flat in the Richardson's house. Full stop. In the Richardson's house. Full stop. She lives in the loft of their house, but there are lots of problems. She lives in the loft of their house, comma, but there are lots of problems. But there are lots of problems, colon. Lou never tidies her rooms. Lou never tidies her rooms, full stop. Oh no! Oh no! Exclamation mark. Lou's things are everywhere. Lou's things are everywhere.
full stop. Of course, this gets on the parents' nerves and mum is often angry. Of course, comma, this gets on the parents' nerves. This gets on the parents' nerves and mum is often angry, and mum is often angry, full stop. End of the dictation. Habt ihr schon geschafft? Ich lese noch einmal komplett vor. Let's meet Lou. Lou the mouse has got a flat in the Richardson's house. She lives in the loft of their house, but there are lots of problems. Lou never tidies her rooms. Oh no, Lou's things are everywhere. Of course, this gets on the parents' nerves, and Mum is often angry. So, geschafft. Vielleicht habt ihr noch etwas korrigieren können. Jetzt nehmt ihr bitte einen Farbstift und wir korrigieren zusammen. Let's meet Lou. Überschrift. Das ging sicher. Gucken wir den ersten Satz an. Lou the Mouse, bitte beachtet, Maus, has got a flat in the Richardson's house. Richardson's, Plural, eine Familie, Genitiv, also erst das S, dann das Apostroph. She lives, klar, dritte Person Singular, in the loft of their house, but there are lots of problems. Wie üblich gilt, ihr könnt die Kurz- oder die Langform schreiben, but there are oder but there mit Apostroph lots of problems. Colon war der Doppelpunkt, klar. Lou never tidies her rooms. Ah, wir haben bei tidies, Y wird zu IES, bitte beachten. Oh no, Lou's things are everywhere. Ganz normaler Genitiv Singular. Lou, Apostroph S. Things vielleicht noch? Schreibung everywhere müsste gehen. Nächster Satz. Of course, this gets. Gets bitte beachten. Dritte Singular S. On the parents. Achtung, Plural und dann Genitiv bei Personen, also S, Apostroph, nerves. And mum is often angry. Ihr könnt jetzt auf Stopp drücken oder schaut mal nach. Hier habe ich nochmal eine Erklärung allgemein zu dem Genitiv bei Personen, wie der aussieht. Und zwar folgendermaßen. Ihr solltet unterscheiden zwischen der Zugehörigkeit und dem Eigentum von Personen im Singular. Dann nämlich ist die Schreibung Apostroph S. Beispiel, ihr müsst ändern Room und Lou, also es geht um Lou's Room und wie wird das geschrieben? Klar, Lou's Room. Betrachten wir den zweiten Fall, Zugehörigkeit und Eigentum von Personen im Plural bzw. nach Zischlauten. Ja, da ist das auch so der Fall und dann ist die Schreibung der so, S-Apostroph. Beispiel hatten wir vorhin im Diktat. The parents' nerves. Parents' nerves. So geschrieben. Parents, ihr habt einen Zischlaut und Plural im übrigens. Also ganz sicher muss erst das S und dann das Apostroph geschrieben werden. Es bietet sich an, jetzt nochmal eine kleine Pause zu machen. Guckt euch nochmal das Diktat an. Und wenn ihr schon dann wieder fit seid, können wir weitermachen mit dem Lernstoff für das Diktat 2 oder Diktat B. Worum geht es da? Von den Vokabeln her wieder Schwierigkeitsgrad leicht, für Anfänger geeignet. Es gibt aber Herausforderungen, nämlich Dave, um den wird es gehen, ist ein Eigenname, everyday. Und dann vielleicht noch from, till, von, bis, dass ihr das könnt. Grammatik her beachtet, ihr solltet Fragewörter kennen und ihr solltet wissen, dass man bei der dritten Person Plural ein S anhängen muss.
Also, aber auch nach Konsonanten beachten. Ah ja, genau. Das go wird zu goes mit es. Die Uhrzeit solltet ihr verstehen können, nämlich die Zahlen und die Schreibweise, zum Beispiel 6:30 a.m. oder p.m. Könnt ihr das? Ich glaube, ihr könnt das schaffen. Und dann würden wir übergehen gleich zum Diktat. Papier und Stift bereitlegen. Ich werde erst einmal komplett vorlesen und dann in kurzen Abschnitten. Busy days. Every day of the school day, Dave gets up at 7:30 a.m. This is very early for Dave. Then he goes into the bathroom. 5 minutes later, he has breakfast with his mother. At 8:15 in the morning, Dave goes to school by bike. Lessons are from 8:40 a.m. till 3:20 p.m. End of the dictation. Machbar, könnt ihr. Wir fangen an. Überschrift bitte. Busy days. Busy days. Every day of the school day, Dave gets up at 7:30 a.m. Every day of the school day, every day of the school day, comma, Dave gets up. Dave gets up at 7:30 a.m. At 7:30 a.m. Full stop. This is very early for Dave. This is very early for Dave. Full stop. Then he goes into the bathroom. Then he goes into the bathroom. Full stop. Into the bathroom. Full stop. 5 minutes later, he has breakfast with his mother. 5 minutes later, 5 minutes later, comma, he has breakfast. He has breakfast with his mother. With his mother. Full stop. At 8:15 in the morning, Dave goes to school by bike. At 8:15 in the morning, comma, Dave goes to school by bike. Full stop. Lessons are from 8:40 a.m. till 3:20 p.m. Lessons are from 8:40 a.m. from 8:40 a.m. till 3:20 p.m. Till 3:20 p.m. Full stop. End of the dictation. Fast geschafft. Noch einmal konzentriert zuhören. Vielleicht einige Fehler ausbessern. Wir schaffen das. Busy days. Every day of the school day, Dave gets up at 7:30 a.m. This is very early for Dave. Then he goes into the bathroom. 5 minutes later, he has breakfast with his mother. At 8:15 in the morning, Dave goes to school by bike. Lessons are from 8:40 a.m.
till 3:20 p.m. Ja, geschafft? Dann schauen wir uns die Korrektur an. Ihr nehmt bitte einen bunten Stift, rot, grün, whatever you like. Und wir schauen, das sollte der Dave sein und his busy days. Every day of the school day, Dave gets up at 7:30 a.m. Gets up at 7:30. Habt ihr das? Schaut mal. Nächster Satz. This is very early. Early? Richtig geschrieben? For Dave. Then he goes into the bathroom. Goes, ja. Ausnahme G-O-E-S. Bathroom vielleicht noch? 5 minutes later. Ah ja, beachtet bitte, das finde ich oft bei meinen Schülern. 5 minutes later. 5. He has breakfast, klar, auch has, drittes Singular, with his mother. With, ah, das ist auch noch so eine Sache, habe ich jetzt nicht rot gemacht. Schaut ihr, habt ihr richtig? With his mother, finde ich nur oft. Nächster Satz. At 8:15 in the morning, Dave goes to school by bike. By bike, ja. Nicht zu verwechseln mit bye-bye, ne? Das wäre mit E. Und der letzte Satz. Lessons are from 8:40 a.m. till 3:20 p.m. Habt ihr richtig die Zahlen geschrieben? Klasse, wenn ihr das habt. Toll gemacht. Schön korrigieren. Drückt gerne jetzt noch einmal auf Pause. Grundsätzlich auch bitte immer ganz fett hervorheben, da wo eure Fehler sind. Denkt dran, aus Fehlern kann man lernen. Und ich komme zu meiner letzten Folie. Grundsätzlich bitte immer beachten, sorgfältig korrigieren. Fehler markieren und das korrigierte Wort am besten in Farbe noch einmal unter den Text schreiben. Und schließlich eventuell eine Fehlerliste mit besonders schwierigen Wörtern anlegen. So könnt ihr am besten lernen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Super in Englisch.